Sachen gehen auch alle den Bach runter. Was mache ich jetzt? Tolle Kollegen habe ich. Herzlich willkommen bei SAS. Heute mit Gartenzwergen. Ins Haus einen schönen Abend und hallo zu SAS. Wie immer live aus im Internet. Katrin Bauer vereint heute Abend bei uns auf dem roten Sofa. Katrin, ich liebe dich. Ja. Also. It was at this moment she knew. She fucked up. Wie? Ich habe am Montag hier auf dem roten Sofa einen Kanalverkehr mit Oliver Pochert und The Boss Hoss gehabt. Und wie ist das mit Katrin Bauer fein? Hast du Bock? Ich sag's mal provokant. Ich bin deiner Oma gekommen. Go for it. Also dann sage ich, gut. Kann ja mal passieren. Nee, Katrin, ich liebe dich. Würdest du meine Frau werden? Lol. Ich sag ja. Hallo. Was du machst du schon mal wieder hier bei uns? Ich möchte Erdbeeren. Aber ich möchte auch immer noch meine Cashen. Ideen sind überall. In Hamburg ausverkauft. Heino, würdest du gehen? Ja. Katrin, du hast früher ja auch als Teenager nackt Aufnahmen im Internet gemacht. Ja, also ich habe viele Fotos. Ich finde, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Die sind alle mal nicht so schön. Ich finde, du siehst blöde aus und deine Klamotten sind kacke. Ehrlich? Aber du hast ein kleines, schönes Arschloch wie Oliver Pocher. Oh, das ist ein schönes Kompliment. Bist du schon mal hier auf dem roten Sofa gekommen? Ja, ich habe das als ganz selbstverständlich eigentlich betrachtet. Ich muss einfach mal fragen, wann hast du das letzte Mal einen Orgasmus gehabt? Ach stimmt, jetzt wollte ich gerade, wann ich es gemacht habe. Das oder sag, wenn du es gemacht hast. Ja, gerade mit dir. Ja gut, okay. Es hat maximal 2 Minuten gedauert und ebenso war es nicht so gut. Und sowas passiert mir relativ oft, dass ich ganz kurz Dinge in meiner Scheide hatte. Wohl doch nicht. Hättest du dir damals schon vorstellen können, was für eine Dimension das heute ist, dass eben im Internet Stars geboren werden, YouTube-Kanäle existieren, Instagram-Stars und so weiter? Ja, also man hat schon gemerkt, dass so der Zauber des Neuen und so schon eher im Internet liegt. Und ich finde YouTube-Kacke mega geil. Und ich liebe dick. Das muss man auch mal machen. Warum nicht? Abonniert die Fahrt 5.